Naja, einfach mal über die ferne Zukunft sprechen. Also, ich kann mir erstmal vorstellen, Hamburg mal wieder in aller Ruhe zu besuchen. Aber ich finde, Hamburg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Unglaublich vielen unterschiedlichen Facetten auch. Und insofern finde ich Hamburg jedenfalls ganz toll. Aber ich glaube jetzt, also wenn ich jetzt erzähle, dass Sie sagen, vor der Wahl, ich würde jetzt nach Hamburg ziehen wollen, die Leute halten mich auch für verrückt. Für Berlin. Sie haben aber nichts zu tun, also Hamburg steht noch nicht so ganz auf der allerersten Liste in ihrer Prioritäten. Da steht zunächst einmal 4 Jahre Wahl bzw. Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerschaft auf dem Programm, das wird so sein nach dem 27. Da gehen wir alle davon aus, Sie natürlich am allermeisten. Und ich will mal so sagen, also Dr. Michael-Walter, ich würde Ihnen ganz gerne das Wort mal übergeben, um vielleicht die Bundeskanzlerin meine Damen und Herren, der Finanzsenator von Hamburg, Dr. Michael Walter. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, liebe Angela Merkel, liebe Bruno von Beuys, am 27. September hat Deutschland die Wahl. Die Rote Republik ohne eine CDU-geführte Bundesregierung unter Angela Merkel. Wir wollen Angela Merkel. Überzeugen. Heute beginnt die entscheidende Phase des Wahlkampfes. Wir wollen